So, meine Freunde, B-Monster am Start für euch zum nächsten Match der Discord-Pokémon-Liga von Kiro und mir, nämlich Amelie gegen Blatzan. Und Blatzan spielt mit Relaxo Celesteela, also mit Kagoron auf Deutsch, mit Garvantula. Oh mein Gott, ich kenne die Englischen viel, viel besser als die Deutschen. Voltula, Frostletica, Latlati und auch Kani. Und Amelie spielt mit Alola Knocker, Latios, Frigometri oder auch einem Katagami und Vulcanion. Ich muss dazu sagen, beide Spieler sind relative Neulinge, also sie haben natürlich ein bisschen Erfahrung schon im CP gesammelt, aber es sind relative Neulinge im CP, das heißt, die Matches könnten zum einen relativ lustig werden und zum anderen sehr, sehr interessant werden, weil diese Leute haben frische Ideen, sind gerade erst frisch in dieses ganze CP reingerutscht und sind meistens viel, viel kreativer als die meisten eingefahrenen Spieler. Und Blatt startet hier mit seinem kleinen Relaxo Nom Nom, während Amelie mit Alola Knogger eröffnet. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die beiden hier starten. Und Ghost Rider spielt schon mal das Erdbeben aus, um Relaxo etwas zu schädigen. Und wir merken, okay, Ghost Rider macht viel Schaden, es ist ein Crit. Und hier kommt der Knirscher von Nom Nom und es reicht nicht aus, um Ghost Rider rauszunehmen. Das heißt, Amelie hat schon mal einen ziemlich guten Vorteil, denn Relaxo hat den Crit eingesteckt, hat wenig KP, gerade mal 50 KP und kann nochmal mit einer Nitroladung gegen Relaxo kämpfen. Hier wäre vielleicht das zweite Erdbeben besser gewesen, um Relaxo safe rauszunehmen und ihr Knogger zu saven, und leider verliert sie gerade nach zwei Zügen schon mal Knogger. Sie geht zu Katagami in den Kampf, was wir ja wissen, die Sancto klingeln kann, und Sancto klingel ist natürlich effektiv gegen Relaxo. Und das weiß natürlich Blatt auch, an der schickt Kagoron in den Kampf. Und Amelie prediktet hier mit einem Schmalhorn gegen Kagoron, was nicht sehr viel, sehr viel Schaden macht. Den Kagoron ist relativ defensiv. Es ist das defensive Pendant, möchte ich sagen, schon fast zu Skarmory, also Panzer-Eron. Und Amelie holt hier Frigometri rein. Warum sie das tut, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Denn Rambos nimmt Frigometri One-Shot raus, ob sie im Pokémon sacken wollte. Gegen Kagoron. Keine Ahnung, vielleicht wollte sie auch einfach eine Safe und Switch in. Vielleicht dachte sie sich, okay, er macht vielleicht irgendwas anderes. Vielleicht macht er Erdbeben oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat Amelie ein ziemlich gutes Pokémon, nämlich Vulcanion mit dem Feuer-Wasser-Typ. Und das kann gegen Kagoron sehr, sehr viel Druck machen. Vor allen Dingen, wenn Kagoron kein Erdbeben kann, muss Kagoron da dringend raus, sonst wird Kagoron einfach mal eingeschmolzen. Relaxo ist back in business und tankt den Feuersturm von Vulcanion natürlich gerade mal so mit 7 KP. Einfach weiß es kann. Wahrscheinlich Max Special Defense. Und hier hat Blatt die Möglichkeit, bei diesem Switch-Out einfach mal auf Erholung zu drücken und sein Relaxo wieder voll zu heilen. Er macht es leider nicht, er drückt auf Erdbeben und kann Katagami relativ wenig Schaden machen, denn wir wissen, Katagami sieht zwar sehr fragil aus, ist aber physisch doch schon ziemlich gut am Start. Also physische Defensive ist bei Katagami ziemlich nice. Die Spezielle, nun gut, es reicht eine Glut von Glumanda aus, um das Ding down zu kriegen. Blatt holte seinen Arcani mit rein, mit Bedrohung, kann also schon mal den Angriff von Katagami um eine Stufe senken, und die Sandoklinge macht ein gutes Drittel Schaden bei Arcani, und Amelie muss jetzt dringend raus, denn sie weiß ganz genau, dass Arcani ihren Papierflieger oder ihr Origami da verbrennt wie sonst was. Blatt geht auf den Stromstoß. Hier wäre vielleicht die Option gewesen, lieber auf den Nahkampf zu gehen, denn Odoch, ja, ist noch vom Typ normal und ein Nahkampf tut dem Ding doch schon ziemlich, ziemlich weh. Aber ja, Odoch hat die Möglichkeit, sich mit fast Full HP in Mega Odoch zu entwickeln, und nun, das könnte problematisch werden. Mega Odoch ist tanky wie sonst was. Also das Ding hält wirklich, gerade wenn sie es boosten kann, noch sehr, sehr viel ab. Und es kann schon sehr, sehr problematisch werden für Blatt. Blatt drückt hier die dynamische Maxi-Flamme, den Z-Move, den er auf seinem Arcani hat. Und reicht es aus, um Odoch rauszunehmen? Es reicht nicht aus. Und jetzt geht's los. Jetzt geht das Gedankengut geboostet los von Odoch. Denn nun ja, was soll man sagen? Odoch ist nun mal am besten, wenn man es komplett physisch defensiv spielt und dann Gedankengut drauf packt. Denn dann hält es sehr, sehr viel aus. Erholung, Schlafräder. Ihr kennt die Sets, die guten Sets, die bösen Sets. Und ja, Blatt macht das einzig Richtige und wechselt raus und setzt Kagoron ein statt Arcani. Und Kagoron hat den Raumboss, kann also viel Schaden mit seinem Stahl-Stat machen gegen Odoch. Und Amelie ist
Nicht blöd, Amelie weiß das natürlich und wechselt raus wieder in Sword Art, ihr kleines, aber feines Katagami. Ob Blood Predicted? Nein, Blood Predicted nicht. Und macht den Ramos, macht er viel Schaden gegen Sword Art. Es geht, es ist ungefähr ein Drittel, es sollte also beim nächsten Hit ausreichen, das Ding rauszunehmen. Amelie will ihr Katagami nicht rausnehmen lassen und wechselt der Featuren. Und hier wäre eigentlich der perfekte Moment gewesen, um den Erdbeben-Switch-In zu machen, also Erdbeben zu drücken, wenn ich schon rein-switche. Das sollte oder hätte sogar fast die Hälfte gezogen. Und ja, was kommt? Der Flammenwurf. Der vorhersehbare Flammenwurf, leider, leider. Und hier kommt das angehittete Relaxo und es wehrt der Tag ab. Ich weiß nicht, warum er nicht irgendwie versucht hat, das Relaxo zu saven oder irgendwie Erholung zu drücken. Er kann auf jeden Fall das Erdbeben rauskriegen und macht Schaden gegen Vulcanion. Habe ich die schon gesagt vor uns? Ich meine Vulcanion, also Vulcanion, ihr seht's ja. Und ihr seht, es ist einfach unfassbar guter Schaden gegen Vulcanion. Es wäre so einfach gewesen, dieses Pokémon rauszunehmen. Also hätte er auf Kagura ein Erdbeben gehabt, wäre das jetzt der Moment gewesen, wo Vulcanion raus gewesen wäre. Da kommt auch schon das Voltula und wir sehen, okay, Voltula ist langsamer als Vulcanion. Vulcanion ist auf jeden Fall gescarft. Problem. Voltula geht First Turn One Hit KO, also First Turn raus mit Voltula. Und Vulcanion kann jetzt Druck machen mit Scarf. Scarf Vulcanion ist kein schlechtes Pokémon, also kann man auf jeden Fall easy spielen. Und ist sehr, sehr gut zum Druck aufbauen. Amelie hat zu dem Zeitpunkt noch 4 Pokémon und schickt jetzt ihr Latias gegen das gerade eingewechselte Arcani in den Kampf. Und Arcani nimmt den Stromstoß und das juckt. Nein, nicht Latias, und Latios. So rum. Und das juckt Latios natürlich relativ wenig. Also Arcani fehlt es ja etwas an Durchschlagskraft, muss ich sagen. Und ja, Latios droppt den Draco. Und das sollte eigentlich ausreichen, um Arcani jetzt rauszunehmen. Das reicht doch aus. Minus 2 Spezialangriff für Latios sollte ihn jetzt relativ wenig noch sein, denn ein sehr, sehr großer Threat auf der Seite von Blood ist raus, nämlich Arcani. Und jetzt kommt Bloods Signature-Pokémon, nämlich sein Mega-Galadladi, was er jetzt, denke ich mal, instant megaen wird. Und Amelie punisht das mit Urdoch, was zwar noch schläft, aber Urdoch sollte jetzt der Nahkampf oder was da auch kommen sollte, nicht wirklich interessieren, denn Urdoch ist, wie gesagt, sehr, sehr tanky. Hier hätte man vielleicht sogar schon auf den Schwarzhands gehen können. Und er macht es leider nicht. Er geht auf den Abschlag. Okay, Abschlag ist eine gute Attacke, kann ich schon einsehen. Er hat vielleicht gedacht, das kommt Vulcanion rein, da wäre der Warschall weg gewesen. Aber hier wäre es vielleicht ziemlich praktisch gewesen, das Schwarzhands aufzusetzen. Er wächst raus, bringt Kagurol in den Kampf gegen Urdoch. Ist natürlich auch ein sinnvolles Matchup, weil Stahl gegen Fee ist natürlich immer schlau. Und ihr seht schon, Latios kommt rein, wird reingewechselt von Amelie. Und es kommen die Igelsamen. Ein Move, den er in diesem ganzen Match relativ überhaupt nicht gebraucht hat. Also hier hätte man beim Teambau gerade noch ein bisschen aufpassen sollen, denn Vulcanion wäre der Threat gewesen, den man rein punishen oder allgemein hätte punishen können mit Switch-Ins und dann schön Erdbeben drücken. Der Draco von Latios geht ins Leere, denn natürlich, Blood leecht sich jetzt gerade hoch noch mit den Igelsamen, ist auf der einen Seite nicht dumm, denn er so hatte wieder ein volles Kargon, also es war gar nicht so der krasse Missplay. Auf der anderen Seite wäre wirklich Erdbeben der bessere Move gewesen auf Kargon, denn wir wissen, Vulcanion macht halt sehr, sehr viel Druck und der Draco von Latios zieht nicht mal die Hälfte ab, also von daher ziemlich, ziemlich gewastet ist Latios jetzt in dem Moment. Ich hätte vielleicht sogar schon eher auf Heatran. Was habe ich schon mit Heatran? Ich hätte vielleicht eher auf Vulcanion gewechselt, schon alleine, weil Vulcanion dieses Kagoron so punishen kann. Denn es ist schneller als Kagoron und es One-Hit-KO das Ding halt easy. Frost-Dieter kommt in den Kampf, der Feuersturm trifft und sollte ausreichen, um Frost-Dieter rauszunehmen, bis auf den Focus-Sash. Und hier ist das Problem, wahrscheinlich hat Blood nicht gemerkt, dass Vulcanion einfach gescarft ist in dem Matchup. Und ich weiß, worauf er hinausgespielt hätte. Er hätte wahrscheinlich auf das Abgrundsmond hinausgespielt. Wäre perfekt gewesen, um Vulcanion einfach rauszunehmen. Okay, er hätte sein Frostedio zwar verloren, aber das wäre ein, es wäre ein passabler Verlust gewesen für ihn. Und ja, hier kommen wir jetzt gerade in die Situation, die ihm wegen eines Moves eigentlich das Match kostet. Ja, ich habe den Kampf natürlich schon gesehen. Und ich weiß, wie er ausgeht.
Und es fehlt das Erdbeben, Leute. Es fehlt einfach das Erdbeben. Solche Moves sind sehr, sehr wichtig. Und allgemein die Vorbereitung gegen Gegner ist sehr, sehr wichtig. Und er versucht natürlich, das richtige Matchup zu finden. Das Matchup hat zwei gute Pokémon noch da. Kagoron ist gut gegen Ordoch. Kagoron hätte jetzt auch zum Beispiel mit dem Erdbeben easy peasy das Vulkanen punishen können. Aber er hat halt kein Erdbeben drauf. Und das ist das größte Problem. Der Vulkanen lacht über den Ramboss. Vielleicht wäre es hier auch noch besser gewesen, irgendeine andere Attacke zu spielen statt Ramboss. Und so muss er Gladium wieder reinwechseln, sein Galadadi. Und ja, da kommt natürlich dann der Dampfschwall. Der Step ist bei Vulkanen und richtig schön Schaden macht. Mehr als die Hälfte. Und da es gescarft ist, ist es natürlich auch schneller als das Galadladi von Blatt. Und so geht das Galadladi zu Boden. Und Blatt verliert danach natürlich auch noch sein Kagoron-Lader und verliert den Kampf gegen Amelie auch mit einem 3:0. Wie schon Lewis im ersten Match heute. Und ziemlich schade. Kagoran hätte gerade gegen Amelie sehr, sehr viel Druck aufbauen können. Und ich hoffe, dass beide aus diesem Kampf lernen. Denn beide haben zwar gut gespielt, aber noch sehr, sehr verbesserungswürdig, wie ich finde. Und trotzdem, GG an beide. Schönes Match, schön gespielt. Nicht grundlos ungestort. Alles ziemlich tutti. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein kleines Däumchen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video, was um 16 Uhr heute kommt. Und das ist der Kampf von Phil und Counterwolf. Also bis dahin, haut rein und ciao.